Pascal, zunächst einmal, wie gut hat euch die Länderspielpause getan? Was habt ihr gemacht? Ja, ich glaube, mal durchzuatmen, das tut allen ganz gut, dass man vielleicht auch mal ein bisschen dosiert trainieren kann. Ja, da konnte man Kräfte sammeln und wir hoffen, dass wir die Kräfte jetzt auf Schalke auf den Platz bringen. Ja, sprichst du es schon an, am Samstag geht es gegen Schalke nach Gelsenkirchen. Die sind auf dem 2. Tabellenplatz und der SC Freiburg eben, der kämpft noch um den Klassenerhalt. Beide brauchen dringend die Punkte. Wie geht man eigentlich so ein schwieriges Spiel an? Ja, so wie jedes andere auch, würde ich sagen. Ja, wir wissen einfach, wo Schalke stark ist, wo wir sie knacken könnten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man mit einem guten Plan ins Spiel geht und ja, dass wir dann als Mannschaft den Plan mit Leben füllen. Und dann wird sicherlich auch ein gutes Spiel dabei rauskommen. Ja, ich glaube, wenn wir da jetzt zu verkrampft einfach auf die Tabelle schauen und so alles angehen, es könnte sicherlich nach hinten losgehen. Deswegen. Es ist gut, dass jeder Bescheid weiß, um was es geht, aber ich glaube, diese Gedanken sollten wir dann einfach in gute Energie umwandeln, um dann ja, ohne diese Gedanken ins Spiel zu gehen und dann auch ein gutes Spiel zu machen. Der SC Freiburg hat auch im Laufe der Bundesliga-Saison vor allem gegen die großen Teams immer bewiesen, dass man sich eigentlich nicht verstecken braucht, dass man sehr wohl gegen einen Dortmund, gegen einen Leipzig und vielleicht auch gegen einen Schalke bestehen kann. Was ändert sich da bei großen Mannschaften, wenn ihr jetzt gegen solche Teams spielt? Ja, erstmal glaube ich, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist, dass da jeder gegen jeden Punkte holen kann. Ja, trotzdem steht Schalke zu Recht dort, wo sie jetzt stehen. Und ich glaube, gegen große Mannschaften ist das Bewusstsein einfach noch mal höher da oder vielleicht auch einfach die Erwartungshaltung bei allen ein bisschen größer, weil es einfach für Schalke gegen den kleineren geht, dass wir da einfach in dieser Underdog-Rolle sind und so überraschen können. Ja, Schalke wird sicherlich so ins Spiel gehen auch, dass sie sagen, wir müssen das Spiel gewinnen gegen Freiburg. Aber ich glaube, genau mit dem Gedanken, den sie da haben, können wir sie kriegen. Beide Trainer, die aufeinandertreffen, sind dafür bekannt, dass sie taktisch auch variabel spielen können. Von dem her glaube ich, dass sich beide Mannschaften sehr, sehr gut auf den Gegner einstellen werden. Und ja, ich glaube, da gilt es dann einfach darum, wer diesen Matchplan, den sie an die Hand bekommen, besser mit Leben füllen kann. Und ja, ich hoffe, dass wir das sind und das gut umsetzen, was wir vorgelebt bekommen. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir auch ein gutes Spiel machen.